Hallo, mein Name ist Jochen Kolb und ich stelle euch den E-Bass und die E-Gitarre vor. Die E-Gitarre gehört zur Familie der Zupfinstrumente. Im Gegensatz zur akustischen Gitarre haben sich im Verlauf der Zeit viele verschiedene Gitarrenmodelle entwickelt. So gibt es zum Beispiel traditionellere Bauweisen wie die Stratocaster oder die Les Paul oder auch modernere Varianten. Die E-Gitarre hat einige Gemeinsamkeiten mit der akustischen Gitarre. So haben sie beide den gleichen Aufbau. Es gibt einen Korpus, auf dem die Brücke montiert ist. An der Brücke sind die Saiten befestigt. Es sind 6 Stück. Der Korpus ist mit dem Hals verbunden. Auf dem Hals befinden sich das Griffbrett und die Bundstäbchen. Der Hals ist wiederum mit dem Kopf der Gitarre verbunden. Die Saiten werden entlang des Halses in Richtung Kopf gespannt und dort an den Mechaniken befestigt. Mit den Mechaniken werden die Saiten gespannt oder gelockert, um die Töne in die richtige Stimmung zu bringen. Manche besitzen sogar ein Tremolo. Mit dem Hebel kann man die Tonhöhe verändern. Am Korpus gibt es ein oder zwei Ausschnitte, die sogenannten Cutaways. Sie sind dazu gedacht, dass man bequem in den hohen Lagen spielen kann. Übrigens, während man auf der E-Gitarre die Töne genau wie auf der akustischen Gitarre greift, zupft man die Saiten in der Regel nicht mit den Fingern, sondern man benutzt ein Plektrum. Diese gibt es in verschiedenen Größen, Farben und Stärken. Man braucht einen Verstärker, um ausreichend laut spielen zu können. Der E-Bass gehört im Gegensatz zum Kontrabass nicht zu den Streichinstrumenten, sondern genau wie die E-Gitarre zur Familie der Zupfinstrumente. Er besitzt, wie der Kontrabass, 4 Saiten, ist aber ganz ähnlich aufgebaut wie eine E-Gitarre. Der E-Bass wird in der Regel mit den Fingern gezupft. Man kann ihn aber auch mit dem Plektrum spielen oder ganz ausgefallen, wie hier. Übrigens, für Kinder, die für ein großes Instrument noch zu klein sind, gibt es auch kleine E-Gitarren und kleine E-Bässe. Man muss also nicht zwingend den Weg über die akustische Gitarre nehmen, um E-Gitarre oder E-Bass zu lernen.